Willkommen bei Schlesien-Journal. Der im 16. Jahrhundert wirkende Schweizer Arzt Paracelsus, einer der berühmtesten europäischen Ärzte überhaupt, pflegte zu sagen, dass alle Wesen, alle Berge und Hügel Apotheken seien. Dieser Lebensweisheit ging für uns die Ernährungsberaterin und Kräutersammlerin Dominika Kreitsch auf den Grund, und zwar im Malapane-Tal. Das Sammeln von Kräutern und Heilpflanzen hat auch in Schlesien eine lange Tradition. Es gab sogar alte noch aus Großstrelitz-Zeitungen, und da stand, wie die das gesammelt haben. Zum Sammeln von Heilpflanzen muss es trocken und sonnig sein. Ansonsten können die gesammelten Schätze schnell verderben oder schimmeln. Auch der Ort, an dem gesammelt wird, ist wichtig. Dort, wo es nicht so viele Menscheneingriffe gibt, also weit weg von Straßen, von Fabriken, in großen Städten auf jeden Fall auch nicht. Also am besten Wiesen oder im Wald, aber nicht da, wo Felder sind. Wurzeln sammelt man im Frühling oder im Spätherbst, die grünen Teile der Pflanzen eher im Sommer. Man kann noch zusätzlich auf einen Mondkalender gucken. Weil es gibt auch da wieder Phasen, wenn der Mond zunehmend ist, dann gehen die allen Wirkstoffe da nach oben. Also am besten Samen, so Zweige, verschiedene Blätter und alles Grüne eben. Und wenn wieder wenn der Mond wieder abnimmt, dann ist die Stärke auch der Pflanze wieder nicht mehr so. Um die beste Zeit zum Sammeln nicht zu verpassen, kann man sich einen Sammelkalender besorgen. Wer die Blätter von Brennnesseln bis jetzt nicht gesammelt hat, der hat den Termin leider verpasst. Denn diese sollten im Mai gesammelt werden. Die Brennnesselfrüchte hingegen werden erst im Spätsommer geerntet. Die kleinen Nüsschen sind ein europäisches Superfood. Sie enthalten fast 40% Proteine und sind nach dem Sammeln etwa ein Jahr lang essbar. Vitamine aus der Gruppe B und zahlreiche Mineralien wie Kalium, Magnesium oder Calcium sind ebenfalls enthalten. Empfohlen werden die Früchte der Brennnessel Menschen, die häufig erschöpft sind oder Blutarmut haben. Vor dem Verzehr müssen sie getrocknet werden. Die kann man dann auch in Suppen geben, also in Pestos, auch würzen, aber auch so essen, also ein Löffelchen jeden Tag. Wichtig ist, weil da sind natürlich Fette drin, Öle. Vor dem Essen natürlich zerkleinern, im Mörser sich so zerkleinern und dann essen, immer frisch. Und nie früher mahlen, ja, weil die Fette, die werden dann ranzen, ja, also das wird kaputt gehen und dann wird das uns noch schaden. Dominika Kreitsch hat uns auch die heilende Wirkung der Goldrute erklärt. Diese wird während ihrer Blütezeit gesammelt. Als Tee dient die Pflanze zur Reinigung des Körpers, alle schädlichen Stoffe werden herausgespült. Man kann einen Essig damit machen, auf jeden Fall. Man kann es als Tee trocknen, man kann auch Intrakte machen, so Tinkturen. Und die ist sehr toll, wenn es um die Nieren geht. In jedem Nierentee hast du eigentlich Goldrute, fast immer. Die hemmt auch natürlich die Entzündungen dort in diesem Raum. Ist auch toll für Menschen, die an Rheuma leiden oder an Arthritis. Auf den Wiesen finden sie auch Schachtelhalme, die in ihrer Wirkung ähnlich der Goldrute sind. Der Schachtelhalm ist die bekannteste Pflanze hinsichtlich des Siliziumgehalts, empfohlen für schöne Haut, starke Haare und Fingernägel. Das Silizium stärkt darüber hinaus das Bindegewebe. Der Schachtelhalm ist aber auch reich an Calcium und Kalium, deswegen muss die Pflanze auch entsprechend zubereitet werden. Was wichtig ist, wenn wir die heilende Wirkung von der Pflanze haben möchten, müssen wir sie lange kochen. Ja? Weil wenn du sie nur so mit heißem Wasser übergießt, dann hast du nicht den gesundheitlichen Wert von der Pflanze. Du musst sie mindestens 10 Minuten kochen. Und am besten wäre das noch, wenn etwas Saures im Topf wäre. Also entweder ist es Apfelessig oder der Saft von der Zitrone. Jetzt ein Tipp für Frauen, die sich in den Wechseljahren befinden. Ihnen wird Hopfen empfohlen, denn er enthält Östrogene. Der Hormonhaushalt der Frau verändert sich, der Östrogenspiegel sinkt und so kommen die Beschwerden der Wechseljahre zustande. Doch nicht nur hier hilft die Hopfenpflanze. Bei Einschlafproblemen,
Bei Nervosität wird sie oft sehr empfohlen. Wichtig ist, sie hat diese Wirkung nur bis einem Jahr. Also wenn wir sowas kaufen in einem Kräuterladen oder in der Apotheke, wir haben nicht die Garantie, ob das noch wirkt, weil wir wissen nicht, wann das gesammelt war. Und wenn du dir das selbst sammelst, dann weißt du, ja, ich habe es dieses Jahr gesammelt, also sollte es auch wirken. Auch wildwachsende Früchte kann man sammeln. Im Spätsommer sind die Früchte der Traubenkirsche reif zum Ernten. Im Frühling sammelt man die Rinde von Bäumen, die ein starkes Antibiotikum ist. Blumen wiederum dienen in der Kosmetik zur Aufhellung der Augenringe. Wir haben hier eben jetzt von diesem Baum die Früchte. Sehr toll. Also kann man Gelees machen, kann man Kompotts machen, also kann man auch Tinktur machen, Wein kannst du machen, alles eigentlich, was nur geht. Sie wirkt sehr stärkend, also wenn du zum Beispiel jetzt werden wir so eine Saison haben, da wirst du wieder, viele Leute werden dann erkältet und dann kannst du so Kompotts draus machen, da hast du sehr viele Anthocyane. Die wirken sehr toll auch auf die ganzen Gefäße für den Blutkreislauf, für das Herz, sehr tolle auch Wirkung. Sehr viele Antioxidantien auf jeden Fall. Also wenn du solche Sachen trinkst, dann wirst du auch jung aussehen. Es ist ratsam, sich auf einen Pflanzenführer zu stützen. Am besten auf einen mit vielen bunten Bildern, in dem alles detailliert aufgezeigt wird. Es gibt aber auch Apps, mit denen man die Pflanzen bestimmen kann. Diese Helfer sind wichtig, wenn man sein Abenteuer mit dem Heilpflanzensammeln beginnt. Denn viele Pflanzen sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Auch Sie können sich in den Wäldern und Tälern in Ihrer Umgebung nach Kräutern und Heilpflanzen umschauen. Denn ein Tee, der aus selbstgesammelten Pflanzen zubereitet wird, schmeckt nicht nur besonders gut, sondern hat auch eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit. Und nun die Infos im Schlesien-Journal. Familienmitglieder, Freunde und Weggefährten kamen am 31. August im Deutschen Generalkonsulat in Breslau zusammen, um sich mit Henrik Kroll über das ihm verliehene Bundesverdienstkreuz zu freuen. In seiner Laudatio würdigte der deutsche Generalkonsul in Breslau Hans-Jörg Neumann die Verdienste Krolls um die deutsche Minderheit, insbesondere seine langjährige Leitung der Oppelner SKGD, aber auch sein Engagement als Vorsitzender des Verbandes Deutscher Gesellschaften und als SEM-Abgeordneter. Neumann unterstrich auch die jahrelange Kontinuität in den Tätigkeiten Henrik Krolls. Es ist für mich immer eine besondere Ehre, diese Menschen, deren Fotos man meistens nur sieht, in den Rückblicken oder in den Museen, dass man mit diesen dann auch einmal persönlich reden kann und von ihnen hört, wie sie rückblicken in den 30 Jahren. Und es war für mich heute eine besondere Freude, eben einen der Pioniere der deutschen Minderheit persönlich kennenzulernen. Dabei ist eine solche Ehrung, wie Generalkonsul Neumann unterstrich, nicht nur dem jeweiligen Träger zugedacht. Und auch Henrik Kroll erinnerte an die Frauen und Männer der ersten Stunde. Das ist eine Ehre nicht für mich. Das ist eine Ehre für die deutsche Minderheit. Das ist eine Anerkennung der deutschen Minderheit. Das ist eine Anerkennung der Menschen der ersten Stunde. Dafür bin ich sehr dankbar und natürlich hoffe ich, dass die deutsche Minderheit wird immer stark sein. Das Bundesverdienstkreuz sollte Henrik Kroll bereits vor einiger Zeit verliehen werden. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen ließen die Zeremonie aber erst jetzt zu. Das Museum in Mislowitz organisierte in Zusammenarbeit mit dem Verband der Deutschen Gesellschaften die Filmvorführung des Films Auf den Spuren der Vergangenheit, Arbeitslager in Oberschlesien nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Mislowitzer Museum war es die erste Veranstaltung mit Publikum seit langem. Mit dem Thema der Nachkriegslager in Schlesien beschäftigen sich die Mitarbeiter des Museums schon seit langem. Są to różnego rodzaju spotkania, bo omawiamy tutaj tą dalszą, bliższą historię, zagadnienia pasjonackie, terytorialne, no przeróżna tematyka. Taka tematyka, żeby interesowała ludzi, którzy są stąd, a jednocześnie, którzy jakby interesują się dziejami swoich przodków i tym, co ich otacza. Nach der Ausstrahlung des Films kamen die Hauptprotagonisten zu Wort. Regionalforscher David Smolosz und als Vertreter der jungen Generation Marek Dworaczyk.
Eine weitere Filmvorführung mit anschließender Diskussion wird es am 21. Oktober um 17 Uhr im DFK-Sitz Beuthen geben. Der Film ist auch auf dem YouTube-Kanal Wochenblatt BL zu sehen. Am 8. September ist im Alter von 91 Jahren Friedrich Sikora gestorben. Der in Zemienzyc geborene Ingenieur gehörte zu den Gründervätern der deutschen Minderheit in Polen. Noch zu Zeiten des Kommunismus, als die deutsche Sprache in Oberschlesien verboten war, hat der Gleiwitzer seine Muttersprache Deutsch weiterhin gepflegt. Mehr noch, mit einer Gruppe Gleichgesinnter bat er in den 1970er Jahren in der Kirche sogar um deutschsprachige Gottesdienste. Doch dieser Wunsch wurde ihm erst nach der Wende 1989 erfüllt. Friedrich Sikora war bis zu seinem Lebensende ein aktives Mitglied der deutschen Minderheit in Gleiwitz. Er war langjähriges Vorstandsmitglied der SKGD in der Woiwodschaft Schlesien und des Verbandes der deutschen sozialkulturellen Gesellschaften. Das war's bei Schlesien-Journal für heute. Uns gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.